Hallo, hier ist Alexandra Grimm von Adiseo. Aktuell leben wir in und unter besonderen Umständen. Die Covid-Pandemie wird auch unsere Branche treffen. Wir werden wohl mit einem weiteren Rückgang des Fleischkonsums und somit der Tierbestände rechnen müssen. Der Kostendruck steigt weiter. Doch was kann getan werden? Heute und hier drei Tipps aus dem Bereich der Schweinefütterung. Erstens, der Einsatz von faserspaltenden Enzymen. NSP-Enzyme machen mehr aus dem unverdaulichen Teil des Futters. Sie setzen Nährstoffe und Energie frei. Selbst in der Endmast sind hier Kosteneinsparungen von über 4 Euro pro Tonne Futter möglich. Wie geht das? Kalkulieren Sie gezielt die frei werdenden Aminosäuren und die Energie mit ein. Sie reformulieren quasi das Futter. Bei säugenden Sauen hingegen reformulieren Sie nicht. Hier wird das Enzym on top gesetzt. Säugende Sauen haben immer ein Nährstoffdefizit. Der Einsatz des NSP-Enzyms rechnet sich über die Konditionserhaltung der Sauen und die Ferkel haben höhere Absetzgewichte. Zweitens, kalkulieren Sie auf Basis der Nettoenergie. Die Nettoenergie erkennt den Energiewert der Futterration exakter. Gerade bei faserreichen Formulierungen ist das ein Vorteil und unter Verwendung von NSP-Enzymen. Zu viel Energie im Futter kostet Geld und bringt am Ende fette Schlachtkörper. Drittens, welchen Nährwert haben die Futterkomponenten? Es gibt keine guten und schlechten Rohkomponenten. Man muss sie nur gut kennen. Ein regelmäßiges Monitoren der Inhaltsstoffe ist unverzichtbar. Die Rohwarenmatrix ist die Basis, um auf Extrasicherheitszuschläge verzichten zu können. Die Futteroptimierung wird somit verlässlicher und effizienter. Unsere Mission bei Adiseo ist es, Sie in all diesen Punkten zu unterstützen. Nutzen Sie unsere 20-jährige Erfahrung aus Forschungs- und Entwicklungsarbeit. Liebe Grüße und vor allem bleiben Sie gesund.